Herzlich willkommen auf fachwirt-blog.de. Heute sehen wir uns die Weiterbildung zum Fachwirt oder Fachwirtin in der ambulanten medizinischen Versorgung an. Die Fachwirte und Fachwirtinnen für ambulante medizinische Versorgung betreuen Patienten vor, während und nach der Behandlung und übernehmen in der Praxis organisatorische Aufgaben. Sie führen im Gesundheitswesen qualifizierte, nichtärztliche Tätigkeiten aus und arbeiten hierfür eng mit den Ärzten zusammen. Die Fachwirte und Fachwirtinnen für ambulante medizinische Versorgung sind in vielen Bereichen des Gesundheitswesens einsetzbar. Neben Arztpraxen, Krankenhäusern und Laboren sind sie auch in Gesundheitsämtern und Sozialversicherungsträgern anzutreffen. Sehen wir uns nun einmal die Aufgaben und Tätigkeiten an. Da ist zum einen das Führen von Praxisteams. Sie übernehmen hierfür Fach- und Führungsverantwortung gegenüber dem nichtärztlichen Personal und den Auszubildenden. Eine weitere Aufgabe ist die Teammotivation und Teamentwicklung. Sie betreuen die Personalorganisation. Die Mitwirkung an der Ausbildungsorganisation und Durchführung gehört ebenfalls zum Berufsbild. Weiterhin planen sie die Fortbildung der Mitarbeiterinnen entsprechend der rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen. Zu den weiteren Aufgaben gehört die Organisation der Praxis. Hierzu gehört zum Beispiel die Planung der Arbeits- und Betriebsabläufe, die Organisation und Überwachung, betriebswirtschaftliche Praxisführung, die Ermittlung des Praxisbedarfs und den Einkauf, Marketingmaßnahmen, Büro-, Verwaltungs- und Abrechnungsarbeiten werden übernommen, Qualifikationsziele werden überwacht, ein Qualifikationsmanagementsystem wird eingeführt und weiterentwickelt, Organisation von zeitgemäßer Informations- und Kommunikationstechnologie unter Beachtung von Datenschutz und Datensicherheit, dann die Dokumentation und Kommunikation, die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz sowie die Quartalsabrechnung. Eine weitere Aufgabe ist die Betreuung der Patienten. Hierzu gehört es, den Ärzten und Ärztinnen zu assistieren, delegationsfähige ärztliche Leistungen zu übernehmen, die ärztliche Beratung vorzubereiten, die Patienten in der medizinischen Behandlung zu begleiten und die Behandlung zu organisieren, das Notfallmanagement sicherzustellen, die Betreuung von Risikopatienten zu organisieren und zu gewährleisten, gesundheitliche Risiken bei Patienten zu erkennen und vorbeugend eingreifen zu können, Informationen zu erteilen über gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen und das Anhalten der Patienten zur Einhaltung von ärztlich verordneten Maßnahmen. Die Inhalte in der Weiterbildung zum Fachwirt ambulante medizinische Versorgung. Die Weiterbildung zum Fachwirt ambulante medizinische Versorgung gliedert sich in eine Pflicht und in einen Wahlteil. Der Pflichtteil besteht aus der Lern- und Arbeitsmethodik, hierzu gehört die subjektive und objektive Bedingung des Lernens, die Lerntechniken und Lernmedien, das Selbstmanagement und die Präsentation. Dann als nächstes kommt die Patientenbetreuung, die Teamführung, hierzu gehören die Punkte Kommunikation und Gesprächsführung, Wahrnehmung und Motivation, die Moderation und die Führung und Teamentwicklung. Ein weiterer Punkt im Rahmen der Weiterbildung ist das Qualitätsmanagement. Hier werden erstmal die Grundlagen des Qualitätsmanagements erläutert. Dann gibt es eine Einführung in das Qualitätsmanagement, die Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagements. Qualitätsmanagementzyklus wird ebenfalls behandelt. Dann die Durchführung der Ausbildung. Hier gehören zu die allgemeinen Grundlagen. Wie ist der Jugendliche oder die Jugendliche in der Ausbildung? Organisation und Durchführung der Ausbildung und die Lernprozesse. Dann kommt noch die betriebswirtschaftliche Praxisführung, die Praxisorganisation, das Kostenmanagement, der Praxiseinkauf und das Marketing. Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien. Hierzu gehören die Datenverarbeitung, der Datenschutz, die Datensicherheit, die Dokumentation und Kommunikation medizinischer Daten. Weiterer Punkt im Rahmen der Weiterbildung ist die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz. Hier kommen zunächst die rechtlichen Grundlagen, dann das Medizinproduktegesetz und auch die Medizinproduktebetreiberverordnung, die Biostoffverordnung und der betriebliche Gesundheitsschutz. Weiter geht es dann mit der Betreuung von Risikopatienten und dem Notfallmanagement. Hier geht es dann
um das Erkennen und die Betreuung von risikorelevanten Patientengruppen, die Notfallsituation und das Notfallmanagement. Im Wahlteil der Weiterbildung zum Fachwirt ambulante medizinische Versorgung können dann die folgenden Zertifikate erworben werden: der Strahlenschutz, die Ernährungsmedizin, das EKG, die Impfberatung, die Notfallmedizin, die Patientenbegleitung und Koordination und die ambulante Versorgung älterer Menschen. Für die Zulassung zur Weiterbildungsprüfung zum Fachwirt für ambulante medizinische Versorgung werden folgende Punkte vorausgesetzt. Zum Ersten die Abschlussprüfung als medizinischer Fachangestellter oder Arzthelferin mit einschlägiger Berufspraxis oder aber eine Abschlussprüfung in einem anderen medizinischen Fachberuf mit einschlägiger Berufspraxis in der Tätigkeit als medizinischer Fachangestellter oder Arzthelfer oder Arzthelferin und die regelmäßige Teilnahme am Lehrgang der Weiterbildung. Die Rechtsgrundlagen für die Abschlussprüfungen werden von den Landesärztekammern erlassen. Die Kosten für die Aufstiegsfortbildung zum Fachwirt für ambulante medizinische Versorgung unterscheiden sich je nach Anbieter. Hinzu kommen noch Anmelde- und Prüfungsgebühren sowie die Kosten für Arbeitsmaterial und Fachliteratur. Eine Finanzierung der Weiterbildung kann zum Beispiel mit einem Studienkredit oder dem Meister-BAföG erfolgen. Informationen zu den einzelnen Finanzierungsmöglichkeiten finden Sie unter anderem auf fachwirt-blog.de/Finanzierung. Die Perspektiven und das Einkommen als Fachwirt für ambulante medizinische Versorgung. Nach der Weiterbildung sind die Fachwirte oder Fachwirtinnen für ambulante medizinische Versorgung in Arztpraxen, Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und im öffentlichen Dienst tätig. Je nach Arbeitgeber unterscheidet sich das monatliche Einkommen. Im öffentlichen Dienst kann das Einkommen zwischen 2.800 und 3.400 Euro liegen. Weitere Informationen rund um die Prüfungsvorbereitung und rund um die Weiterbildung zum Fachwirt finden Sie hier im Kanal und auf fachwirt-blog.de. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.